Hey, ihr Freunde des zufällig generierten Dungeons und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dungeon of the Endless. Wir befinden uns hier immer noch im 7. Level, lange kann es allerdings nicht mehr sein. Ich denke mal, das hier oben wird dann schon die letzte Tür sein. Und Freunde, dann guckt euch doch mal an, was das hier ist. Wie sieht denn das aus? Und das sieht doch aus wie so ein Opfergabentisch, oder? Hier oben wird der Schädel weggehackt und dann läuft das Blut hier runter in den Boden rein. Und da liegt dann wahrscheinlich Dracula und wird wieder erweckt. Kennt man ja aus so diversen Filmen im Kino, ne? Aber gut, genug des dummen Gelaberes. Ich würde einfach mal sagen, ich gucke nochmal kurz vorher. Genau, die Räume waren alle unter Strom. Hier unten gibt es richtig Radau. Aber da steht ja noch der Max O'Kane. Jawohl, Max O'Kane, unser Stein in der Brandung. Der haut ja die ganzen Münsterwellen in die Flucht. Ja, gut. Dann auf in den, ja, ich wollte gerade sagen, in den letzten Raum für diesen Dungeon. Aber kacke ist, nix der letzte Raum für diesen Dungeon. Dahinter ist noch eine Tür und jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Jetzt gibt es wieder einen fiesen Gegnereingriff. Und mittlerweile werden das richtig viel, denke ich mal. So viele Räume wie jetzt ohne Strom. Guckt doch mal, was da für Gegner unten ist gegengeschossen kommen. Junge, Junge, Junge. Und oh nein. Schaut euch diesen komischen Arnie-Verschnitt an. Der Typ ist einfach mal arschlangsam. Der macht zwar Schaden ohne Ende und der ballert auch wie verrückt, wie man jetzt hier sehen kann. Aber der ist langsam. Der ist richtig langsam. Der ist eigentlich auch zu langsam für das Scout-Team. Das Problem ist aber auch, dass er so dämlich ist, dass er auch nicht hacken kann. Also auch nicht gerade der optimale Held, den ich hier noch benötige. So, jetzt haben wir den Gegnereingriff komplett weggebasht. Genug das haben wir nicht gekriegt, um damit einen zusätzlichen Raum noch unter Strom zu setzen. Das ist sehr, sehr schade. Naja, fassen wir unser Scout-Team erstmal wieder zusammen. Ich gucke mal kurz, wie ich... Der hat Intelligenz 2, Alter. Ich scheiß mir ins Hemd, ey. Intelligenz 2. Oh, Mann, ey. Der Kunde ist genauso dämlich wie ein Findling. Ja, also auch dieser Held wird nicht für ewig in die Gruppe drinne bleiben, oder in der Gruppe drinne bleiben. Wenn er ein bisschen schneller wäre, dann wäre es ja okay gewesen, aber ne, so nicht. Ich brauche definitiv eigentlich noch einen Held mit richtig hohem Intelligenzwert. Mich würde das sowas von dermaßen freuen, wenn hier der Obbot irgendwo spawnen würde oder naja, irgendein Typ, der weiß noch Waffel hat, aber was kriege ich? Ein Terminator für Arme. So eine Scheiße. Oh nein, das ist doch nicht wahr. Ich dachte, das Level ist jetzt hier langsam aber sicher wirklich mal beendet. Und jetzt guckt euch das mal an, Freunde. Das geht jetzt erst noch richtig los. Hier oben haben wir auch noch einen Raum, der sich nochmal richtig dolle splitten tut. Ach du große Scheiße. Ja, was machen wir denn nun? Ich würde mal sagen, wir setzen den hier erstmal unter Saft, den Raum. Dann bauen wir da mal ein... Entschuldigung, wenn ich mich jetzt so nach Nase anhöre, ich muss mir gerade die Nase zuhalten, damit ich jetzt nicht niese. So, jetzt ist das Niesgefühl weg, jetzt geht's wieder normal weiter. Wir bauen uns da ein Nahrungsmodul, 24, ja, Nahrungsmodul, definitiv, dann können wir ein schönes Level-Up machen. Und dann haben wir ja auch gesehen, dass das Forschungsmodul jetzt gerade fertig geworden ist. Und daher latschen wir einfach mal schnell zum Forschungsmodul hin. So. Und dann können wir die Wim-Kanone Tier 4 erforschen. Uiuiuiui, das sieht ja richtig fies aus, das Teil. Das sieht ja richtig, richtig fies aus. Kostet 60 Wissenschaft, das Ding zu kriegen. Nicht schlecht. Das Feldgenerator und das Reißgas. Tja, was wollen wir jetzt machen? Im Endeffekt muss ich jetzt noch eine Tür öffnen, um dann diese beschissene Wim-Kanone zu erforschen, dass ich dann halt weiterkomme in die guten Sachen, ne? So eine Tesla-Kanone T6 oder sowas. Das wäre mal was. Das wäre mal richtig was. Oder so ein Maschinengewehr T6. Oh, sowas verbaue ich hier immer richtig gerne, das macht richtig Action, das macht richtig Kavum. Wobei auch die Wim-Kanone cool ist, wenn man halt extrem viel Wissenschaft hat, ne. Dann ist das Ding auch hammergeil, aber da unsere Wissenschaft hier immer ziemlich schnell ausgeben, kann es denn passieren, ihr baut da 5 Wim-Kanonen in euren Raum rein, habt denn die Wissenschaft, dann steht der Max O'Kane ganz schön alleine da, ne, dann ziehen sie seinen Langshüttel im Bord lang, du. Ja, schöne Scheiße. Na gut, machen wir mal links den Raum auf und selbst da geht es noch weiter. Also dieser Dungeon scheint wirklich gigantisch zu sein, so spawnen Gegner. Gott sei Dank erstmal nicht. Gut, dann gucken wir mal rechts rein. Und selbst da geht es auch nochmal eine Tür weiter. Verdammte Scheiße. Oh, hier haben wir jetzt einen Händler gefunden. Und hier ist auch noch ein Aufsatz für ein großes Modul. Allerdings, so viel das habe ich bei Weitem nicht. Ich müsste mich ja hier durchfressen, da durchfressen. Und dann könnte ich hier drüben ein großes Modul aufbauen. Das wird nichts, aber quatschen wir doch mal den Händler ein. Der Händler handelt mit Wissenschaft. Und was hat denn der alles? Eine Überlebensausrüstung, eine schusssichere Weste. Armeearmbänder, na da müssen wir jetzt mal gucken, wie unsere einzelnen Helden darauf reagieren. Das Armeearmband würde ja Sarah Numas plus 6 Verteidigung geben. Das ist natürlich richtig übel, das ist richtig übel. Das ist in jedem Fall besser wie die Küchenhandschuhe, ne? Also plus 6 Verteidigung, schon mal eine geile Sache. Auch dem Max O'Kane würde das richtig steigern. Im Schaden
So wie in der Verteidigung, aber die Intelligenz würde runtergehen und das wollen wir bei ihm definitiv nicht haben. Die aus Scheiße gehauene Dreckschabe würde mehr Verteidigung kriegen, mehr Leben, würde aber Schaden verlieren. Und unser Arnie würde weniger Verteidigung kriegen, aber dafür mehr Schaden. Ich würde mal sagen, da die Sarah Numas mit dem Teil wunschlos glücklich wird, kriegt die das Ding erstmal. Oh, da haben wir jetzt richtig, natürlich richtig, richtig viel Wissenschaft für ausgegeben. Aber okay, wir können ja noch verkaufen, jetzt holen wir uns dann wieder zurück. Mit dem Überlebensausrüstung können wir eine erhöhte TP-Regeneration hinbekommen und mehr Intelligenz. Das wäre natürlich für den Mexokane auch richtig geil, aber selbst damit würde seine Intelligenz sinken. Schlecht. Nee, die brauchen keine Intelligenz. Unser Arnie braucht eigentlich dringend Intelligenz, aber wir haben keine Verwendung für so wenig Intelligenz. Scheiße. So, schusssichere Weste. Würde 215 mehr Leben geben für unseren Arnie, Verteidigung aber minus 1 Geschwindigkeit, minus 10. Sarah Numas würde dadurch Geschwindigkeit verlieren, das wollen wir definitiv nicht. Die Geschwindigkeit von der Frau, die brauchen wir. Verteidigung plus 7, Geschwindigkeit minus 4. Bei ihm wäre es mal gar nicht so schlecht, der braucht ja keine Geschwindigkeit, der Mexokane, der steht ja eh bloß rum. Ich denke mal, für den werden wir uns das Ding dann auch holen. Und unsere aus Scheiße gehauene Schabe, ach, die kann ja so einen Dreck sowieso nicht schleppen, da kennt sie sich nicht mit aus. Verkaufen wir doch einfach mal den ganzen Babel, den wir hier noch rumzustehen haben, den wir sowieso nicht brauchen. So, weg, weg. Damit haben wir jetzt 142 Wissenschaft, das ist natürlich eine üble Sache. Und können dann für 72 die schusssichere Weste kaufen für unseren Mexocane. Obwohl 72 Wissenschaft natürlich echt übel ist, ja, Freunde. Also, das ist richtig übel. Das ist ein richtig hoher Preis, den wir hier jetzt zahlen. Und ich weiß gar nicht, ob mir das plus 7 wert ist. Nee, ich glaube nicht. Ich behalte lieber meine Wissenschaft und gehe dafür forschen. Ihr blöden Schweine, da habe ich auch viel mehr von. So, Alter, mal ran hier an das Forschungsmodul. Da können wir die Wim-Kanone erforschen jetzt und das machen wir auch definitiv. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt weiter zum nächsten Forschungsmodul und betreiben hier schön Parallelforschung. Wir wollen ja so schnell wie möglich nach oben kommen. Je schneller wir bei den hohen Modulen sind, je besser ist das. Die finstere Mine 2 können wir jetzt hier erforschen. Fein, im Raum Schadenzufuhr ist die Standardmonster, Flächenradius 35, Flächenschadenstärke. Naja, ist ja auch nicht verkehrt, das Ding, ne? Ja, forschen wir. Schönes Teil, wollen wir haben. Jetzt haben wir immer noch 47 über und da gehen wir in dieses Forschungsmodul nochmal rein. Was können wir jetzt machen? Den Gefangenentreiber 3. Na, den will man eigentlich auch nicht wirklich haben. Ist aber scheißegal, wir erforschen den auch. Damit wir diese Forschung, wie ich schon öfters erwähnt habe, einfach ausschließen. Wir haben jetzt die Forschungspunkte dafür und von daher nutzen wir das. So, Scout-Team. Wieder zusammengefasst. Ach nee, das ist ja der Händler. Der Händler läuft ja bestimmt nicht bei mir mit. Und da würde ich doch sagen, laufen wir einfach mal rechts weiter. Mal gucken, was hier noch Feines gibt. Ach, hier ist der Dungeon dann endlich mal zu Ende in so einem kleinen hässlichen Raum. Und da haben wir dann nochmal so einen Generator. Aber jetzt müssen wir erstmal zurück in unseren zentralen Verteidigungsraum. Nee, wir müssen eigentlich davor. Wir müssen unsere Helden definitiv davor hinstellen. Oh, und jetzt wird's übel. Für unseren Ohrenverschnitt wird's übel. Der kriegt jetzt natürlich ordentlich welche auf die Schnauze, da der nicht schnell genug wegkommt. Ah, ja. Wir müssten definitiv einen Raum vorher schon setzen, den wir verteidigen können. Sozusagen hier oben, da müssen wir definitiv Verteidigung jetzt aufbauen. Das wird richtig übel, das wird richtig übel. Jetzt müssen wir aufpassen, der Arnold ist fast weg. Max O'Kane hat bis jetzt noch keinen Schaden abgefasst. Die sind ja jetzt auch erst bei ihm eingetroffen. Oh, das ist eine richtig miese Sache jetzt, das ist eine richtig miese Sache. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Stell den Arnold nochmal geheilt. Jetzt die Schabe verliert HP, aber die haben wir auch nochmal geheilt. Was ist hier unten noch los? Ah, hier wird ordentlich gebächt, hier wird ordentlich gekloppt und damit ist der Angriff auch abgewehrt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Latschen wir mal hier hin und dann würde ich doch einfach mal sagen, wir müssen hier definitiv mal ein Tesla-Modul aufbauen. Und ein Maschinengewehr. Jawohl. So, jetzt sieht das schnieke aus und dann können wir auch von hier oben verteidigen. Verteidigen wir halt nicht von hier unten aus, weil da unten ist ja das Problem. Wenn die da schon mal stehen, dann kloppen die schon auf unser Dach drauf und das wollen wir definitiv nicht. Jetzt habe ich den Saft nach da oben gegeben. Ich glaube aber nicht, dass es optimal ist. Es wäre, glaube ich, besser, wenn ich ihn nach hier gebe, weil dann kann ich noch ein Modul stellen. Da oben kann ich ja erstmal definitiv kein Modul stellen. So, hier den Saft wieder weg. Hier drauf gegeben. Ah, hier haben wir ja auch so diesen satanistischen Anbetungsavatar. Und das Ding, das sieht doch aus wie so ein Drachen aus Stein, oder, Freunde? Würde ich doch mal sagen, oder? Das ist ein Satansdrachen, so ein Gargoyle aus Stein. Ja, hier, alles fiese Satansanbeter, die Schweine. So, jetzt gucken wir mal, was bauen wir uns hier auf, was bauen wir uns hier auf. Ich denke mal doch mal ein Nahrungsmodul. Wir brauchen ja echt in jedem Fall richtig, richtig viel Nahrung. Ich will meine Helden ordentlich leveln können. Gerade unseren Arnold müssen wir dann nochmal ein bisschen leveln. Der würde der richtig fies viel Schaden machen, der Kollege, ne? Also mit Level 8 macht er, denke ich mal, dann auch 150 Schaden. Scheiße ist halt nur, wie gesagt, dass der so arschlangsam ist. Mann, das kotzt mich an, das kotzt mich an.
Es wäre ja alles nicht schlimm, wenn er schlau wäre, wenn ich ihn in der zweiten Hacker nutzen könnte, aber naja, ist er halt nicht, ne? Ja, Arnie, komm. Ich hoffe mal nicht, dass der Arnold Schwarzenegger das irgendwann mal sieht und sich dann beleidigt fühlt. Also wie ich schon immer so sage, ich habe nichts gegen Arnold. Arnold ist ein richtig korrekter Typ, ja. Ich liebe seine Filme. Der kann ja Deutsch, der kommt ja aus Österreich. Oh, der würde mich sogar verstehen. Scheiße. Kommt doch schon vorbeigefahren und haut mir in die Fresse mit seinem 70er Oberarm. Oh, 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 oh. So, Freunde, jetzt haben wir hier mal wieder einen kleinen Gegnereingriff. Allerdings ist das kein Spawn-Eingriff. Das ist jetzt rein die Gegner, die jetzt da in dem Raum gespawnt sind. Sind da trotzdem jede Menge. Von daher laufen wir mal kurz zurück zu unserem Industriemodul. Na du, wo ist denn der Rest hin? Ach, da ist der Rest. Na gut, gehen wir nochmal kurz zurück. Dann geben wir uns diesen hässlichen Diamanten nochmal kräftig. Wunderbar. Damit wäre das dann auch erledigt. Und hier ist jetzt auch Ruhe. Hier geht's auch nicht weiter. Tja, dann schauen wir doch einfach mal nach oben. Und das war jetzt die letzte Tür für den aktuellen Dungeon. Na Gott sei Dank. Sofort zurück zum Verteidigungsraum. Das sind ja doch ganz schön viele Viecher hier. So eine fiesen, fetten Ogre. Und jetzt, oh, jetzt kommt auch noch der Gegenangriff mit dazu. Jetzt müssen wir wieder extrem auf Arnie aufpassen. Nicht, dass er verhauen wird. Diese ekelhafte Schlange, die knabbert da an seinen Schultern rum. Das finde ich gar nicht gut. So, jetzt geht die große Knüppelei los. Natürlich absoluten Fokus auf den Mexokane. Den können wir jetzt nämlich nicht sehen. Und ich weiß auch nicht, wie viele Gegner ihn angreifen. So, heilen. Heilen ist hier immer gut. Oh, die fetten Oger brechen, glaube ich, durch. Nee, die sind nicht durchgebrochen. Sehr gut. Oh, den Arnold heilen. Das hätte jetzt fast geklappt. Das hätte jetzt fast geklappt. Das war schon höllisch knapp. Okay, beim Mexokane, da wird noch kräftig geknüppelt. Und mein Kristall wird angegriffen. Oh, seine fiesen, aus Scheiße gehauene Charme-Fremd-Editionen sind durchgekommen. Aber okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Gegner sind weggeknüppelt. Jetzt müssen wir nur noch den Kristall aus den Dungeon rausbringen. Gucken wir, wo war denn eigentlich der Ausgang? Der Ausgang ist hier vorne. Von daher können wir erstmal hier oben in jedem Fall das komplette Licht ausschalten. Den Mist brauchen wir nicht mehr. Lauft mal hier unten durch zu dem Mexokane. Die Alte bleibt hier oben. Die wird den Kristall schleppen. Müssen wir mal gucken, wo laufen wir lang. Wir laufen dann hier runter und dann links. Alles klar. Das Ding aus, der aus. Genau, dann ist der ganze Rest dahinter auch aus. Dann tun wir uns doch einfach mal den Laufweg schön einfach machen, indem wir hier überall wieder Licht anschalten. So, dann können sie auch nicht aus dem Hinterhalt kommen, die blöden Schweine. Licht ist jetzt überall ein. Meinetwegen machen wir hier links und rechts auch noch Licht an, denn es ist mehr als sicher, dass wir das schaffen werden. Und dann kann die Sarah Numas sich mal wieder den Kristall schnappen und losflitzen. So, der Rest des Teams, der flitzt natürlich gleich mit. Was denn nu? Also war ich schon wieder nicht auf Shift, jetzt war ich schon wieder auf den G-Tasten. Ey, diese neue Tastatur, die regt mich hier langsam auf. Meine Fresse, ey. Gaming-Tastatur. In Wirklichkeit verschlechtert die mein Gaming. Also normale Tastatur besser, da bin ich echt mit besser klargekommen. Gut, Pause aus und... Ja, Arnold, sag mal, hast du eine Macke oder was? Warum rennst du nicht? Mensch, du bist hier langsam so aus dem ganzen Team, du Idiot. Du müsstest der Erste sein, der flitzen tut. Meine Fresse, ey. Junge, 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 bist du wahnsinnig oder was? So, nu, aber komm hier, Arnie, Junge. Fix, fix. Komm, rum in die Ecke und dann mach mal Stoff hier. Schließlich und endlich wollen wir alle Helden hier rauskriegen. So, jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar, der 7. Dungeon ist beendet. Es geht jetzt gleich weiter in den 8. Und jetzt haben wir wieder den Mega-Dialog. Hey, Schlechter, netter Spitzname. Dialog vorsetzen. Freunde, es gibt wirklich einen Dialog. Die Sarah Numas hat gerade zu unserem Arnie gesagt, ey, Schlechter, geiler Spitzname. Und der Schlechter gibt dir eine Antwort. Nicht Name, Lebenseinstellung. Geil! Scheiße, oh, und es gibt sogar noch eine Rückantwort von der Sarah Numas. Ich dreh durch, ich komme nicht mehr klar. Meine Fresse, es gibt in diesem Spiel wirklich Dialoge. Süß, und dein Nachname ist nicht zufällig Korossa, oder? Was, Korossa? Klappe, lärmige Person. Gibt Monster zu töten. Na los. Aha. Also das könnte jetzt zwei Sachen bedeuten. Entweder die Sarah Numas ist gerade feucht geworden und geil auf unseren Arnie. Ich meine, so ein muskulöser Verschnitt, das sieht ja nun schon geil aus, ne? Da kann man ja schon mal drauf stehen. Also nicht, dass ich das tun würde, nee, also so als Frau jetzt, sage ich das mal, ne? Hm. Alles klar. Ja, ansonsten, 3 Stunden, 10 Minuten sind wir schon unterwegs. 550 Punkte, 373 Nahrung nehmen wir mit drüber, 84 Forschungspunkte. Super, super, super. Level 8 geht's jetzt. Wie viel sind es denn eigentlich noch? 9, 10, 11, 12, 13. Ah, 13 Level insgesamt. Na, dein Feuer. So, Ladezeit, warum bist du immer so lang? Ladezeit, verpiss dich doch einfach mal. Gut, da befinden wir uns dann auch jetzt im 8. Dungeon. Und jetzt haben wir es freigeschaltet, den völlig hilfreich, weil den Skroik, also den Typen, wo man den Namen ausspricht und direkt kotzen muss, nur wegen der Aussprache.
Und das finde ich gut, das finde ich gut. Das kann ich den Squirt nämlich von Anfang an nehmen. So, dann lassen wir unseren Arnold mal aufsteigen. Wo möchte ich den Arnold wirklich aufsteigen lassen? Weil es ist kein Held, den ich so richtig im Team gebrauchen kann. Mehr oder weniger, ich glaube, ich lasse ihn erstmal nicht aufsteigen. Das bringt nichts. Das bringt definitiv nichts. Wir lassen definitiv Scroik aufsteigen in meinem Level. Der ist wichtig. Saranuma ist natürlich extrem wichtig. Und der Max O'Kane als absolute zentrale Person hier in dem Game. Ja, Freunde. Und dieser Dungeon wird jetzt mies. 1, 2, 3, 4 Türen. 4 Türen müssen wir erstmal aufmachen und durch Strom setzen. Das wird hart, das wird hart. Das wird echt eine krasse Herausforderung. Aber bevor wir das angehen, machen wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao.